Telstar Electronic Studios. Tidum Multimedia. SEA Multimedia. Virus. Ja, und jetzt sind wir auf einmal wieder bei Windows. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Trash. Und erstmals einem Let's Trash, das nicht, also das kein Rennspiel ist. Ja, Virus the Game aus dem Jahre 1997. Was ist das überhaupt? Ja, man kann es sich so ungefähr vorstellen, man spielt einen hundsmiserablen Virenschutz. Ja, das ist sozusagen eine spielerische Darstellung eines Virenschutzprogramms, was total scheiße ist. Auf jeden Fall ist das Spiel auch nicht gerade wirklich das Beste, das werdet ihr gleich erleben. Jetzt machen wir erstmal den Übungsmodus, dann können wir uns mal ein bisschen reinfitzeln. Auf dieser Stufe haben Sie keine vorgegebene Mission. Bewegen Sie sich frei durch das System, um ein Gefühl für das Spiel zu bekommen. Es existieren ein paar Gegner, aber sie sind leicht zu erledigen. Wir haben einen Kilobyte-Sammler und ein Angriffsfahrzeug. Übrigens, die Schrift kann man wunderbar lesen. Man braucht überhaupt gar keine Brille. Installation 1KB-Transformator. Wir starten mal die Mission. Also die Menüs, die kann man auch super leicht in einem billigen Multimedia-Programm nachbasteln. Ja, da sind wir mitten im Spiel, haben gleich einen Fehler und hier haben wir sogar das echte Dateisystem. Das Spiel greift nämlich wirklich auf die Festplatte zu. Das wäre heute ein Skandal gewesen, aber damals, ja, hat man es einfach so auf den Markt geschmissen, ohne einen Hintergedanken zu haben. Wir haben hier schöne 3D-Grafik, wir können auch uns selber bewegen. Jetzt hier scheinbar aber nicht. Aber wir können auch dem Fahrzeug, das ist ja ein Strategiespiel, wir können auch dem Fahrzeug jetzt sagen, er soll mal zur Datei Error HDM. Mission erhalten. Mission erhalten. Übrigens auch super tolle MIDI-Musik. Und der Autopilot ist wirklich der intelligenteste, den ich je gesehen habe. So. Ausgeführt. Ja, wir sind bei der Datei. Ja, wir sind jetzt tatsächlich bei der Datei angekommen, die wir suchen wollten. Ah, ich merke gerade, der hat die alte Tastatureinstellung wieder übernommen. Ich hatte vorhin eigentlich eine andere gespeichert, aber die übernimmt der scheinbar gar nicht. Auch schön, dass ich zurückgehen muss mit Z. Offenbar wollte man das auf Y einstellen, aber na gut, wäre auch Quatsch. Das können wir ja, glaube ich, mal einstellen. Ist auf jeden Fall nicht wirklich das beste Spiel. Das sagen auch die Kritiker von den Spielezeitschriften. Wir stellen das mal auf Y. Es war bestimmt so vorhergesehen, dass man das auf Y einstellen soll. Auf jeden Fall total tolle Steuerung. Wir können übrigens auch mit Steuerung schießen. Damit erledigen wir die scheiß Viren, die unseren Rechner verseuchen wollen. Wir können noch an verschiedenen Symbolen erkennen, wo sich gerade ein Virus befinden könnte. Aber hier ist das derzeit scheinbar nicht der Fall. Wir könnten uns allerdings mal... Genau, wir leiten mal das Fahrzeug hier hin. Mission erhalten. So, das war das gerade. War das unser eigenes Fahrzeug? Ausgeführt. Hier ist auch scheinbar nichts. Mission erhalten. Ja, der legt sich erstmal schräg hin. Ist auch seltsam. Also das Dateisystem ist so wie eine Art
futuristischer Raum dargestellt. Was haben wir denn hier? Das sieht ja nett aus hier. Obwohl, was sage ich denn nett? Auf jeden Fall hat das Spiel ziemlich hohe Systemanforderungen für ein Spiel von 1997. Es wurde sogar gesagt, dass es selbst auf einem Pentium 200 MHz mit 3DFX-Grafik ruckeln soll. Aber hier läuft das ja derzeit richtig ruckelfrei, aber auch nur, weil ich ein Pentium 2 habe. Aber aufgrund der Systemanforderungen habe ich es jetzt auf den altbekannten Retro-Rechner gespielt, dem ersten, den es hier Sammler überhaupt gibt. Wird angegriffen. Was? Was wird angegriffen? Sammler wird angegriffen. Der Sammler wird angegriffen? Oh mein Gott, wo ist der Sammler? Sammler wird angegriffen. Welcher Sammler? Mission. Sammler wird ein Missionsziel ausgeführt. Sammler wird angegriffen. Ja, aber von wem eigentlich? Sammler wird angegriffen. Ups, Alt wollte ich nicht drücken. Sammler wird angegriffen. Okay, der Sammler wird angegriffen, aber ich bin mir nicht sicher, von was eigentlich. Keine Mission, okay, ja. Oh! Ah, wir werden doch angegriffen. Wo ist es? Da war doch gerade was. Da ist das Virus. So sehen die also aus, die Viren, die uns da angreifen wollen. Und die müssen wir hier dauernd beseitigen. Also sozusagen ein visueller Virenschutz. Wir können die Viren selber abknallen. Also wie gesagt, die Grundidee des Spiels ist sehr genial. Aber wie immer scheitert es an der Umsetzung, wie man das ja so kennt. Hier haben wir übrigens eine Spielstatistik. Was das hier sein soll, weiß ich nicht. Ach so, ein KB-Transformator, was macht der eigentlich? Anderes Fahrzeug erwartet Anweisungen. Ach so, wir können doch wechseln, oder wie? Na, wer weiß. Also auf jeden Fall ein Spiel, wo man nicht so richtig, wie nennt man das? Wo man sich nicht so richtig sicher ist, was man überhaupt machen soll. Es gibt übrigens auch einen Mehrspieler-Modus. Und ich habe hier sogar tatsächlich eine große Verpackung von dem Spiel gekauft für 5 Euro. Da gab es auch Trash-Spiele in großen Verpackungen, sogar in relativ gutem Zustand. Stellen Sie sich vor, der gemeingefährlichste aller Viren hat Ihren PC infiziert. Das ging damals nicht übers Internet, wohlgemerkt. Ihr Dateiverzeichnis ist die Karte eines gewaltigen Schlachtfelds. Sie navigieren durch ihre eigenen Ordner und Dateien. Sie produzieren und stationieren Antiviruswaffen und Fahrzeuge. Sie lauern zahlreichen Viren auf und vernichten sie. Sie stellen infizierte Dateien wieder her und reparieren sie. Tja, eben das, was ein gewöhnlicher Virenschutz versteckt macht. Und Virus begründet eine völlig neue Dimension im Genre des Echtzeit-Strategiespiels. Und soweit ich gelesen habe, PC Player meinte, es wäre eine Frechheit, das Echtzeit-Strategie zu nennen. Okay, wir können ja mal ein neues Spiel machen, jetzt wird es mal ein bisschen ernst. Ihre erste Aufgabe ist einfach, finden und zerstören Sie die Munitionsfabrik des Virus. Uiuiui, da geht's ja richtig zur Sache. Während der Suche müssen Sie auch alle anderen Virusboten vernichten, die ihr System infizieren. Wir haben ein Angriffsfahrzeug und keine Installation. Ziel dieser Stufe, diese erste Stufe, gibt Ihnen Gelegenheit, die Bewegung der Fahrzeuge durch den Computer zu üben. Was nie gelingen wird. Die hier erworbene Erfahrung wird Ihnen auch helfen zu verstehen, wie Dateien und Verzeichnisse miteinander verbunden sind. Ja, wie es halt normal ist. Also wir können noch eine Diskette einlegen, der wird doch das Diskettensystem suchen. Ja, wir sind hier übrigens, so sieht das System aus, hier ist tatsächlich der echte Desktop zu sehen. Sieht man ja hier, 3DFX-Logo, das ist der echte Desktop. Wie auch immer das gecaptured wird, ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Okay, gucken wir mal im Systemordner, OODB. Wo könnten sich Viren versteckt haben? Wir durchsuchen mal die Verzeichnisstruktur. Vom super tollen Autopiloten.
Oh, vorwärts, rückwärts, ja, boah. Stellt euch mal ein 4D-Kino vor, das sich so bewegen würde. Oder gibt's da inzwischen schon mehrfach D? Keine Ahnung. Da möchte man am liebsten selber fahren, aber bei dieser miserablen Steuerung ist das leider unmöglich. Und wie gesagt, selbst die Musik wurde als nervig bezeichnet. Missionsziel ausgeführt. Ich würde nicht sagen, dass sie nervig ist, sie ist irgendwie nur eintönig. Mission erhalten. Oh, da ist ein Virus. Aber das kann doch der Autopilot selber erledigen. Wenn er es denn kann. So, wo ist denn das? Da! Selbst die Viren haben eine Sprachausgabe. Mal gucken, ob der spricht. Hallo? Sprich mal. Nein! Du machst da nichts. Ich bin zerstört. Mission erhalten. Ah, da werden wir nochmal angegriffen. Weil sich hier ein Virus befindet. MSN-Setup. Das sind nur CSS-Dateien. Ausgeführt. Oh, in der Setup-Datei befindet sich ein Virus. Verdammt, da müssen wir schnell hin. Das ist doch viel wichtiger, als wie wenn das Ding interne HTML-Dateien infiziert. MSN will doch kein Schwein installieren. Zumal das heute überhaupt nicht mehr funktioniert. Du bist gelöscht. Das ist aber nur der einzige Text, den dieses Virus kann. Missionsziel ausgeführt. Du wirst gelöscht. Du wirst gelöscht. Uiuiui. Die Texte sind so toll. So, der ist auch weg. Ich versuche die ganze Zeit immer mit WASD vorwärts zu kommen, aber das geht nicht. Steuerung ist auch wieder total toll. Jetzt sind wir in MSN-Setup, aber hier gibt es kein Virus. Jetzt hat sich hier auch schon in HTML ein Virus eingefangen. Ja, Kinder, so müsst ihr euch Viren vorstellen. Die sind total böse. Und die wollen euren Computer angreifen. Obwohl das damals noch nicht so einfach war. Kann ich mir denken. So, da geht's nicht durch. Ja, nein, du wirst gelöscht. Wie toll die auch einfach aussehen. So, du bist auch weg. Du bist gelöscht. Auf jeden Fall ein total dämliches Spiel. Gut, ich denke mal, das soll es gewesen sein für den Gesamteindruck. Was kann man denn eigentlich bei mehreren Spielern machen? Network-Verbindung? Modem-Verbindung? Serielle Verbindung? Okay. Vielleicht kann dann der Gegenspieler das Virus spielen. Also wie gesagt, wenn man extreme Langeweile hat und wirklich gar nichts zum Spielen hat, kann man sich ja sowas mal gönnen. Ich habe immerhin 5 Euro für das Ding bezahlt. Ja. Also da sollte man die Warnhinweise bei der Verpackung schon mal berücksichtigen. Hier steht zum Beispiel, Warnung, Virus, Siegel nicht entfernen. Das ist tatsächlich so ein Siegel hier. Also das Verpackungsdesign ist gar nicht mal so schlecht gemacht. Es ist sogar ein Aufkleber dabei. Aber ja, das Blöde ist, wenn dann die Parodie, dass man das nicht öffnen soll, zur Realität wird. Denn ihr wisst ja jetzt, wie das Spiel aussieht. Da wisst ihr auch sicherlich, dass man das nicht aufmachen sollte. Auch nur ein kleines Produktionsteam, die das hier gemacht haben. Den Namen kann man auch wunderbar lesen, deshalb kann man die auch nicht anklagen, weil man die Namen nicht lesen kann. Okay, das soll es gewesen sein von Virus the Game vom Let's Trash. Dann wisst ihr auch schon mal, wie eure Virenscanner funktionieren, solltet ihr irgendeinen Hundsmiserablen installiert haben. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.